am Bildungscampus Nürnberg zu unserer Interviewreihe Persönlich, kurz und bündig. Wir haben in unserer Interviewreihe ein neues Special, eine kleine Reihe in der Reihe, denn das Bildungszentrum Nürnberg wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Und zum Jubiläum haben wir uns gedacht, es wäre interessant, mit Personen zu sprechen, die für das BZ in der Geschichte des BZ von Bedeutung waren und sind. Und so haben wir heute als ersten Gast in unserer Reihe Siegfried Kett. Herzlich willkommen. Schön, bin gern gekommen. Danke. Herr Kett, Sie waren von 1992 bis 2002 Leiter des Bildungszentrums. Und wenn Sie zurückblicken auf diese Zeit am BZ und die Zeit beschreiben sollten in Form eines Buchtitels, wie würde dieses Buch heißen? Also ich glaube, sehr treffend wäre so von der Kameralistik zum unternehmerischen Handeln, so ungefähr. Ah ja, gut. Vielleicht könnten Sie kurz den Begriff Kameralistik erklären. Kameralistik, das ist ein traditionelles Instrument der Finanzplanung seit dem 18. Jahrhundert, Finanzplanung der öffentlichen Hand. Ja. Und zwar gibt es ein paar Grundsätze. Der eine heißt, die Einnahmen sind völlig von den Ausgaben getrennt. Mhm. Die Einnahmen, die fließen in die Kasse des Fürsten oder der Stadt, des Stadtkämmerers. Kameralius, das ist der Kämmerer, da kommt das Kameralistik her. Und auf der anderen Seite, und aus dem Topf heraus, werden jetzt die einzelnen Bereiche, Dienststellen mit Geld versorgt für die Aufgaben. Aber die beiden Seiten, Einnahmen und Ausgaben, haben im Prinzip nichts miteinander zu tun, auch wenn die im Haushaltsplan nebeneinander abgedruckt sind. Mhm. Und in der Praxis ist es jetzt so, beim BZ gewesen, diese Plafonierung, dass das BZ nicht in Geld gedacht hat, sondern die ganzen, was hier zum Beispiel der Dozentenhonorare zur Verfügung stand im Haushaltsplan, das wurde umgerechnet in Unterrichtsstunden. Mhm. Und die Unterrichtsstunden wurden an die verschiedenen Bereiche verteilt. Man hat also immer geplant nach Unterrichtsstunden, die zugeteilt waren. Und das ist eigentlich immer aufwärts gegangen bis 89. 89, bloß also um die Nachteile dieses Systems zu zeigen, da hat erstmals der Stadtrat gesagt, na, das Bildungszentrum wird uns zu groß oder wir müssen sparen. Und da hat man dann bei den Dozentenhonoraren einfach gespart. Mhm. Das heißt, das Bildungszentrum hat dann das Angebot reduziert. Ja. Das war ganz logisch. Ja, war kein Geld mehr, weniger Stunden. Mhm. Man hat gespart. Das Angebot ist zurückgegangen. Ja, das war so dieses System. Ja, ja. Vom Angebot her, ne, also ich habe gesagt, das ist getrennt. Wenn das Bildungszentrum Geld eingenommen hat, das heißt natürlich höhere Gebühren. Das hat nicht das Bildungszentrum bekommen, sondern es ist in den Topf des Kämmerers gegangen. Ja. Wenn der mehr Geld haben wollte, die Stadträte, dann haben sie die Gebühren erhöht. Mhm. Hatte dann immer zur Folge, dass es einen großen Protest beim BZ, bei der Hörervertretung gab, in der Presse. Dann sind immer die Teilnehmer zu einer Seite zurückgegangen und wieder gestiegen. Ja. Also so war der Ablauf in der Kameralistik. Ja, jetzt hatten Sie schon angedeutet, dass sich dieses System ja dann geändert hat. Oder Sie haben es geändert. Wie kam es dazu? Ja, man hat dann weiter sparen wollen von der Stadt oder sparen, kürzen wollen generell. Und da wollte man sich wahrscheinlich gar nicht mehr so rumärgern mit dem BZ, dass man sagt, jetzt wird weiter gekürzt, wir haben Proteste und so. Sondern man ist dazu übergegangen, zu sagen, jetzt machen wir ein System, da könnt ihr selber entscheiden, wo ihr euch amputieren lässt oder selbst amputiert. Und dieses Instrument war die dezentrale Ressourcenverantwortung oder Plafonierung oder Budgetierung, ist verschiedenes. Das war im Prinzip so, dass man gesagt hat,
die ganzen Ausgabehaushaltsstellen, die sind gegenseitig deckungsfähig. Mhm. Also ihr seid nicht mehr daran gebunden, dass ihr das einzelne Personal und so verwendet, sondern ihr seid auf der Seite beweglich. Das ist ein Topf. Und auf der anderen Seite, weil, und da brauchen wir dann nicht sagen, aber wir wollen euch trotzdem kürzen, das machen wir so, dass ihr künftig eure Einnahmen selber behalten dürft. Das machen wir in Zukunft so, ihr bekommt die ganzen Einnahmen, ihr dürft auf der Ausgabenseite selber handeln und, damit wir aber auch was sparen, mhm, diesen städtischen Anteil, den kürzen wir. Ne? Okay. Da hat man 500.000 weg. Das heißt, das Bildungsamt hat plötzlich weniger Geld gehabt. Ja. 500.000, aber was soll es machen? Ne? Das war zu 91, zu 92, wo ich gerade sage, man hat halt dann weiter gekürzt. Ne? Mhm. Das war mir gewohnt, ne? Man hat dann weiter gekürzt und die Teilnehmerzahlen sind weiter zurückgegangen. Ja, aber es war auf der anderen Seite und mehr Handlungsspielraum. Ja. Ja, genau. Und ich wollte, das war auch in der Zeitung stand, kann man lesen, das Bildungszentrum schrumpft. Ne? Das war also groß geworden. Und sagen, ja, es gibt ja auch eine andere Möglichkeit. Wir dürfen nicht nur ans Kürzen denken, wir müssen unsere Einnahmen erhöhen. Ja. Und wie kann man Einnahmen erhöhen? Indem man mehr Angebote macht, mhm, und indem man auch immer, wie stark, die Gebühren erhöht. Mhm. Sage, wir wollen nicht schrumpfen. Und da waren wir im BZ uns einig, dass wir diesen Weg gehen. Wir wollen in Zukunft also wachsen, mhm, nicht schrumpfen, sondern wachsen. Ja. Dazu, das war dann, dieser Mechanismus war ein bisschen umständlich. Wir mussten jetzt ausrechnen, also rückwärts ausrechnen, wie viel Geld die einzelnen Fachbereiche bislang aus diesen städtischen Mitteln zur Verfügung gehabt haben. Das war mühsam, das zurückrechnen, damit man gewusst hat, wie viel von diesem Plafond der, mhm, Stadt eigentlich auf die Fachbereiche entfällt. Und dann haben wir mit den einzelnen Fachbereichen neu verhandelt, wie man jetzt mehr Einnahmen erzielt. Und mit jedem Fachbereich einzeln, und alle waren begeistert, denn sie konnten sich ja erweitern. Ja. Das wollte ja jeder. Es ist ja nicht so, dass man sagt, dann machen wir gar nichts mehr, dann sparen wir auf dem Geld. Ne? Die wollten alle mehr machen. Und das ist dann, wir haben auch die Angebotsstruktur geändert. Wir haben unter der Woche Angebote angefangen, nicht nur am Früher war es ja so, da war am Semesteranfang Anmeldung, da waren dann riesige Schlangen. Ne? Ja, also ein Wettbewerb zwischen den Volkshochschulen gegeben, wer hat denn die letzte Schlange, das war der Beste. Ne? Heute undenkbar. Wir haben dann, also dieses Semester eigentlich so aufgebrochen, indem man ständig Angebote gemacht hat, auch am Wochenende zum Beispiel im BC-Bereich und so, mhm, so diese Kurzlehrgänge. Also wir haben erreicht, dass wir in wenigen Jahren nicht geschrumpft sind, also personell, als immer gleich werden, mhm, sondern wir haben unser Angebot verdreifacht. Wir haben erreicht durch mehr Einnahmen, dass wir uns ein neues Haus leisten konnten. Ja. Das BZ war die einzige große Volkshochschule in Deutschland, die kein eigenes Gebäude gehabt hat. Wir haben dann das Verwaltungsgebäude gekriegt und dann das Gewerbemuseum. Mhm. Das war ja über 1 Million Miete, musste man da erarbeiten. Ja. Und dann die Einrichtung mit BCs, mit allem, das haben wir alles erwirtschaftet durch diese Umstellung. Das meine ich, ist unternehmerisches Handeln. Ja, ein toller Erfolg. Also, ich meine, das Gebäude ist ja auch dann seitdem und jetzt ein Kennzeichen und das Merkmal fürs BZ auch. Ne? Und der Erfolg dann dadurch, dass auch alle an einem Strang gezogen haben. Das war hervorragend. Ja. Wir haben auch dann später, auch diese in der Südstadt, dieses Gebäude. Wir haben super, also das muss ich dazu sagen, weil ich wäre jetzt ja zu leicht, wenn ich das mich so äußere, so in den Betriebswirtschaftler hinein interpretiert, der Sanierer, ne, der da nur gespart hat. Ich habe natürlich auch inhaltliche Interessen gehabt. Eins darf ich nennen, auf das ich besonders stolz bin, wir haben. Früher hat man sich ja zu der Zeit viel mit Nationalsozialismus auseinandergesetzt, was ja wichtig war. Wir haben das im Stadtprojekt integriert, zum Beispiel mit einer Begehung der Kongresshalle. Das war
damals, da war unten ein bisschen Nutzung von der Stadt drin, aber irgendwie begangen war die nicht. Ich habe übers Liegenschaftsamt mit dem Technischen Hilfswerk und dann auch in Verbindung zur Geschichte für alle, wir brauchen Leute, angeregt, dass wir eine Stadtbegehung machen auf das Dach der Kongresshalle. Und zwar nicht, dass man einfach aufgeht, das ist klar, sondern wer dann aufgeht, der hat vorher eine Stunde Führung mit einzelnen Stationen, wo es über Nationalsozialismus geht. Und es sind an einem Tag über 5000 Leute gekommen. Natürlich sind die meisten gekommen, weil sie aufs Dach aufholen. Aber die mussten natürlich das andere machen, Leute, die man sonst nie erreichte. Ja. Also solche Veranstaltungen haben wir natürlich auch gemacht. Wenn Sie zurückdenken oder jetzt auf Ihr Leben gucken, was ist vielleicht auch heute aus dieser Zeit noch in Ihrem Leben präsent? Na, ich meine, wenn ich jetzt die Stationen bei der Stadt Nürnberg, die sind alle irgendwie vergleichbar. Ich war ja erst im Schulbereich, dann im Kulturbereich und dann beim Bildungszentrum. Und da ist mir jedes Mal, ist mir eigentlich gegangen um Chancengerechtigkeit, um Bildungsgerechtigkeit. Und dann, und darauf will ich jetzt hinaus, habe ich mich immer mehr für Geschichte interessiert. Ich bin auch ein Historiker, aber ich habe erst einmal die Geschichte der Elektrotechnik, die Kulturgeschichte, dann beim Kulturbereich, wie ich war, dann habe ich mich über die Geschichte Künstlerhaus, und zwar ausgegebenen Anlass, weil da ist ständig, was war denn da eigentlich früher und wem ist das weggenommen worden? Und dann ist die Stadt dazu gekommen, diese Stadtgeschichte, und das hat ja auch viel mit Geschichte zu, das habe ich mit in die Freizeit, in den Ruhestand genommen. Ich bin praktisch der Volksbildner in Langwasser geworden. Ich habe da eine Geschichtswerkstatt aufgebaut. Ich habe erreicht, dass da Tafeln gestellt werden über die Geschichte. Das hat man völlig verschüttet, die interessante Geschichte, Reichspartei auch so. Und zurzeit, seit längerer Zeit, arbeite ich an einem großen Buch über diese interessante Geschichte Langwassers. Dieses, also insofern war das eine Kontinuität. Von der Vergangenheit mitgenommen und in die Zukunft auch. Vielleicht haben Sie auch einen Wunsch ans BZ. Was wünschen Sie dem BZ für die Zukunft? Na, ich bin natürlich jetzt ein Stück weg. Auf jeden Fall nach der jetzigen Corona-Zeit ist es wichtig, dass Volkshochschule, das BZ, als systemrelevant wirklich gesehen wird. Also nicht als ein Bereich, wo man in Zukunft dann, wenn man da jetzt weiterdenkt, wie es in der Kultur geht, wo man sagt, da in dem Bereich, da können wir vielleicht sparen. Ja. Also das ist äußerst in vielfacher Hinsicht systemrelevant. Ich wünsche mir, dass eine Ausstrahlung vom BZ ausgeht. Also neue Ideen, eine Vernetzung. Also wir haben damals ja versucht, das BZ in der Stadt zu vernetzen und auch lernen in der Region. Und es geht darum, das BZ muss ein Netz sein, muss nicht unbedingt die Spinne, aber es muss ein wichtiger Knoten da drin sein in dem Netz. Das ist wichtig. Dazu ist wichtig, dass man sich nach außen öffnet, in die Stadt hinein und nach außen. Machen die jetzt vielleicht schon, kann ich nicht beurteilen, aber das wäre wichtig, sich in das Stadtgeschehen einmischen, präsent sein, neue Ideen entwickeln. Ja, und was würden Sie sagen, wären dann jetzt die nächsten wichtigen oder der nächste wichtigste Schritt fürs BZ? Also das ist unheimlich schwer zu sagen. Im Kulturbereich bei Glaser, wie wir waren, da haben wir immer diese Geschichte mit den Elchknochen. Ne? Man muss Elchknochen auswerfen. Vielleicht muss man auch, wobei, was steckt dahinter? Das ist die Geschichte eines kanadischen Indianerstammes. Die haben von der Elchjagd gelebt. Und haben immer Jagdglück gehabt, aber irgendwann ist das ausgeblieben.
der Medizinmann, da haben sie beraten und dann sind sie auf die Idee gekommen, wir müssen nicht einfach den Spuren folgen der Elche, sondern wir werfen Elchknochen aus und marschieren in die Richtung, wie die Elchknochen zeigen. Mhm. Und das haben sie gemacht und fortan war wieder jagdlich geworden. Es hängt damit zusammen, die Elche haben das natürlich auch mit der Zeit spitz gekriegt, dass auf den alten Wegen gefährlich ist, haben sich neue Wege gesucht und jetzt ist man wieder zusammengekommen. Aha. Also Elchknochen auswerfen, was probieren, was trauen, aber natürlich auch qualitätvoll weiterarbeiten. Ja. Sie haben unheimlich viel Erfahrung gesammelt in Ihrer Zeit am WZ und davor an den verschiedenen Stationen. Was ist der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben? Oder den Sie vielleicht auch weitergeben möchten? Der beste Tipp? Also einen Rat, also ich habe mich selten so an persönliche Ratschläge, aber das war auch von Glaser. Nähe durch Distanz. Nähe durch Distanz, jetzt in Leitungsposition. Ne? Mhm. Daran habe ich mich immer gehalten. Aber dann würde ich natürlich sagen, das sind aber allgemeine, aus meiner Erfahrung heraus, ist es neben Nähe durch Distanz auch den Leuten offen entgegenzukommen. Empathie entwickeln, sich in den anderen hineinversetzen. Mhm. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, kein Selbstdarsteller zu sein, Anerkennung für die anderen geben. Oder, und das war die Haupterfahrung dieser Plafonierung, den Mitarbeitern vertrauen. Vertrauen in deren Leistungsfähigkeit, in deren Leistungsbereitschaft. Mhm. Wie die in der Lage waren, in ihrem Bereich unternehmerisch zu handeln, selber auszuweiten, selber Gelder zu erwirtschaften, ja, selbst was zu machen. Die haben sich alle sowas von eingehängt, trotz enormer Leistungsverdichtung. Mhm. Und diese Leistung muss man nicht anerkennen, also nicht zu kritisch sein, anerkennen, wenn auch mal ein Fehler passiert, okay, kann vorkommen. Aber diese scheint mir nicht alle selber machen, den anderen vertrauen. Und natürlich muss man sich, ich habe das Glück gehabt, dass ich gute Leute vorgefunden habe. Sonst muss man schauen, dass man Leute findet, die gut sind. Danke Ihnen für diesen Einblick in die Zeit. Danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Und ich wünsche auch dem BZ alles Gute. Ne? Danke, danke. Wir nehmen den Wunsch gerne an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.